So, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play hier auf YouTube. Wie ihr seht, möchte ich mein erstes Let's Play auf der Multimap mit euch zusammen starten. Ich habe hier schon das eine oder andere ein bisschen vorbereitet auf dieser Map. Ich weiß nicht, wer die schon kennt. Ist ja verhältnismäßig groß, die Map. Hat unheimlich viele Felder, die auch sehr groß sind. Was ich gerne machen möchte, was ich drauf habe, ist den Autodrive. Ich habe den Curseplay mit drauf. Ich möchte damit arbeiten, jeweils in der neuesten Version. Ja, ich würde mal sagen, was ist unsere erste Tat? Ich habe hier schon mal begonnen, ein bisschen abzudreschen. Das macht hier Curseplay. Das habe ich eingefahren, hat schon ein bisschen Strohablage gemacht. Übrigens ist das hier das Feld 23. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse den hier mal weiterarbeiten. Fahrer ein, geht's hier mal los. Jo, wo haben wir unseren Abfahrer? Der steht hier. Der wird über Autodrive bedient. Ich schalte den hier nur ein. Abfahrer Feld 23 und er soll in das Haupthof-Silo. Das reicht ja schon. So, was habe ich noch vor? Autodrive-Kurse, wie gesagt, habe ich schon eingefahren. Dieser hier, ich möchte fast alle Fahrzeuge hier verkaufen und dann individuell den Fuhrpark zusammenstellen. Ich habe mir bisschen mehr Geld auf die Seite gelegt für diese riese Map und ich komme überhaupt nicht voran. Die Einstellungen ist erstmal einminuteweise gehen wir voran. Ich werde irgendwann auf 5 stellen. Uns gehören Feld 10, 15, 3 und 24. Da können wir schon was anfangen. Erntbar ist, wie ihr seht, alles. Was haben wir drauf? Wir haben auf einem Feld Weizen auf der 15, die 23 machen wir gerade Hafer, dann haben wir Mais auf der 10 und die Gerste auf 24. Genau. Ansonsten, ja, haben wir einige Fahrzeuge, die lernt ihr nach und nach dann kennen. Kurz zu den Einstellungen, wir haben hier Echtzeit, wir machen hier auf 5 mal. Wirtschaft ist normal. Verkehr ist aus, Schmutz auf normal, automatische Motorstart. Ich habe hier ein Lenkrad, das Logitech G27. Für das ist es ganz praktisch. Wir haben die Helferbetankungen alles aus, normaler Pflanzenwachstum. Müssen wir sehen, ob das so passt oder ob wir dann noch mal auf schnell gehen. Pflanzensterben aus und Fruchtzerstörung aus. Ist, denke ich mal, wenn man alleine spielt, so ganz sinnvoll. Pflügen, Kalken, Unkraut habe ich eingeschaltet. Ja. Soweit zu den Einstellungen. Dieser hier soll zum Shop. Das heißt, wir machen den an. Dann kann der hier lostigern. Ja, hier ist unser Fahrzeug. Wir haben das schon umgetauscht. Den Standardfahrzeug habe ich zurückgegeben. Und ich habe hier diesen Mercedes uns geholt. Mit dem kann man dann die Parcours schneller einfahren auf Autodrive. Ja, was erwartet euch hier im Allgemeinen auf dieser Map, auf diesem Videokanal? Ich möchte mit euch LS spielen. Zum einen hier, wie gesagt, diese Multimap. Mal sehen, wie lange es uns Spaß macht, wie lange euch das Spaß macht. So lange werden wir uns hier das ein bisschen anschauen, ein bisschen bespielen. Bei Interesse gibt es auch noch diverse andere Maps, je nachdem, nach Lust und Laune. Ich habe auch noch die Hasefeld auf dem Multiplayer zur Verfügung, können wir uns irgendwann auch noch mal gemütlich anschauen. Ja, was spiele ich noch gerne? Einmal den Transport Fever, da kommt ja bald die zweite Version heraus, möchte ich mir auch anschauen. Das Sim Airport schaue ich mir immer wieder an. Europa Universalis, X-Plane, also auch gerne mal in die Luft, Flugzeugsimulator und ganz neue Age of Empires gibt es ja die neue zweite Version, möchte ich mir auch mal anschauen. Vielleicht gucken wir uns das auch mal zusammen an. Wir machen hier die ein oder andere Kampagne mal durch. Ja, also wie gesagt, ich liebe Strategie, Simulationen, Rollenspiele. Aber wir werden sehen, wo uns der Weg so hinführt.
Ich spiele ansonsten ja auch in Multiplayer bei die Farmers. Ich verlinke die Webseite nachher noch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Bei Interesse könnt ihr auch gerne Multiplayer mitspielen bei unserem Team. Da werde ich momentan noch keine Aufnahmen machen, weil wir dort weniger mit Sprechen arbeiten, sondern haben eine WhatsApp-Gruppe und machen das über Ingame-Textnachrichten. Ja, und so wie ihr seht, kommt hier schon unser erstes Fahrzeug vorbei. Diesen Fiat hier. Ja, Gott, Deichsel ist auch nicht so mein Ding. Ich möchte den gerne auch verkaufen, deswegen würde ich mal sagen, wir schicken den einfach mal zum Shop. Dann kann der da lostigern. Wie ihr seht, er macht es ordentlich. So ist das. Unser Benz ist angekommen. Das hört sich auch sehr schön an. Kurz, was ich schon vorbereitet habe, wo ich unsere Fahrzeuge irgendwann mal parken möchte. Das ist einmal, wenn wir über die Hühnerfarm kurz angehen, sonst kommen wir nicht direkt drauf. Ich laufe mit euch mal hin. Für die ganzen Tierfarmen, so die gehören uns ja hier schon. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt groß kaufen. Da können wir dann schon bald loslegen mit dem einen oder anderen. Und wie ihr hier seht, habe ich hier eine Halle. Drei Sechserhallen stehen. Das möchte ich gerne als unser Fuhrpark möchte ich ja gerne reinstellen, dass die hier direkt auf den Weg kommen und wie wir es dann brauchen, entsprechend anfordern können. So, schauen wir mal. Ladet jetzt demnächst ab. Diesen Strautmann, ja, den brauchen wir auch nicht. Wo sind wir hier? Bei den Kühen. Da haben wir jetzt noch keinen Weg momentan. Wenn ihr wollt, wir können ja hier schon mal was anlegen. Das heißt, wir suchen uns unseren Daimler raus. Wo ist er? Hier. So, ich weiß nicht, wie laut das jetzt ist, das Ganze. Bei mir hört sich es verhältnismäßig laut an. Ich gehe mal mit der Lautstärke ein Stückchen runter. Einfach in die Kommentare rein, ob das passt oder nicht. So, dann tigern wir mal los. Schauen wir mal. Richtung Kuhhof. Da werden wir dann eine Strecke einbinden. So, dann fahren wir hier rüber. Hier rechts kommen wir dann auch da dazu. So, dann schalten wir mal bei Multidrive die Sache hier ein, den Autodrive. Seht ihr? Hier seht ihr uns meine Wegfindung momentan. Ich würde mal sagen, wir brauchen die Einstellung. Wir verbinden mal noch nicht automatisch. Halt, um vergessen abzuspeichern, sonst nimmt er das ja nicht. So. Weil sonst macht er gleich einen Start und Ende. Das möchte ich nicht haben. Schauen wir uns mal kurz an. Ja, wie wollen wir denn fahren? Wifi-Anlage. Ich fahre mir das mal kurz ab. Wie ihr seht, ich muss mir die Karte auch erst nochmal neu angucken. Wir können uns gemeinsam das bisschen anschauen. Ah, da ist unser Kuhhof, okay. Wollen wir hier rüber, dann bedienen wir dann extra. Machen hier einen Bogen. Ah, hier sind die ganzen Fahrzeuge und Anhänger, die wollen auch Stück für Stück loswerden. Ich überlege gerade, wenn wir immer diese Richtung fahren, könnte passen. Gehen hier rüber. Hier könnte man einen Punkt machen. Hier ist Stroh und Gras und Ballen verkauft. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir schon mal den ersten Punkt haben. Und können hier wieder herausfahren am Ende. Und gehen dann hier wieder zurück in die Straße. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir. Dann drehe ich mal durch. So. Dann setzen wir noch ein klein wenig zurück, dass wir nicht so weit hinten starten und hier mit diesem Rack mit Linksklick können wir die Strecke hin und zurück aufnehmen.
Wir fahren das immer recht langsam ein, also ich fahre es immer recht langsam ein. Ja, dann hat man eine saubere Strecke. Es ist einem dankbar nachher und die Fahrzeuge haben nicht so viel Probleme beim Fahren. Jo, die Tipps und Tricks zu diesem Ganzen ist von Cairo Amon. Der hat da ganz tolle Tutorials dazu gemacht. Ich kann das auch unten nochmal verlinken, wenn ihr möchtet. Er hat ganz tolle Videos, da könnt ihr euch das anschauen, wie Autodrive, Curseplay miteinander harmoniert, wie das funktioniert. Ich habe mir da unheimlich viele Ideen gesammelt, geholt. Ja, so von mir ist einfach fahren wir noch ein Stück, weil das Auto hat jetzt natürlich keinen Hänger. So, dann fahren wir noch einen kleinen Meter. So, wir machen unseren Punkt. Ja, wie nennen wir das? Das war Gras Strohverkauf. Stellen. Dann haben wir das hier. Und dann fahren wir das hier noch zu Ende. Wieder zurück. Machen ein bisschen Abstand. Ja, das müsste eigentlich passen. Da muss nachher keiner auf der anderen Seite zurückfahren. Und da langsam. So, dann wollen wir hier stoppen. Im Grunde können wir hier auch schon gleich. Nee, wir stoppen hier beim nächsten. Besten hier. Aus. So. Gut. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir die Verbindungen zu dem Ganzen. Auf die Straßen logischerweise. Deshalb schalten wir jetzt. Moment, das ist falsch. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. So. Wir machen ja und ja. Anfang und Ende. Jetzt machen wir hier. Ja, es wäre natürlich praktisch, wenn man auch gerade gegenüber drauf könnte. Wir machen jetzt unsere erste Verbindung nach links weg. Und hier wieder drauf kommen. Die Nähe. So. Und er verbindet es automatisch. Ja, hier oben kommt unser Holzernter. Den wollen wir verkaufen. Dann machen wir das als nächstes. So, jetzt suchen wir uns wieder diesen Punkt. Nein, wir wollen diesen hier haben. Gehen wir darauf weg. Jetzt machen wir die Verbindung nach hier. Ja. Wir wollen uns ein Stück noch. Na, komm. So, beenden das Ganze. Hat das eingerichtet. Jawohl, das hat funktioniert. Dann wollen wir vielleicht noch eine gerade Strecke haben. Gehen wir wieder hier hin. So, wieder hier hin. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ist er hier? Das muss dann wieder ändern, weil das ist recht klein. Das gefällt mir jetzt nicht so. Das ist ein bisschen, ja, Feinarbeit, Feinjustierung. Ich muss diesen einen Punkt finden. Jetzt seht ihr gleich, wenn ich das lösche. Ein Stück, so. Können wir diesen löschen. Machen die Verbindung neu. Das hatte ich jetzt angezeigt. Wir machen diese Verbindung. Schließen das wieder. Jetzt haben wir hier eine schönere Strecke. Gefällt mir besser. Nun machen wir die Strecke geradeaus. Hier ist irgendwie unser Punkt. Aufnahme. Und fahren jetzt einfach geradeaus und wollen hier diesen Punkt hier anfahren. Na, jetzt. Machen aus. Hat er das eingefahren? Ja, weil das passt soweit. So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir natürlich auch noch hier reinkommen. Wir brauchen einmal einen Weg von dieser Seite. Dann würde ich sagen, beginnen wir hier. Gehen auf Aufnahme. Ah, hinten kommt schon was. Ja, ja, kein Stress. Alles gut. So, nein. Ja, hier. Aufnahme auch hier wieder. Haben wir es. Jawohl. Das passt. Na, das finde ich jetzt nicht schön.
Hat er hier abgebrochen. Wir machen das schön gerade. Das gefällt mir so nicht. Wir brechen das ab. Eine neue Verbindung haben mit hier. Machen die Verbindung. Ja, gut, es ist auch nicht wirklich besser. Deswegen brechen wir es nochmal ab. Machen noch eine neue Verbindung. Jawohl, jetzt sieht das besser aus. Zwar noch von rechts die Verbindung. Ja, schon ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Aber das müssen wir jetzt halt einmalig einfahren und dann passt die Sache. Ja, ich würde sagen, wir fahren von hier weg. Das reicht. Gehen wieder auf Aufnahme. Machen einen. Ach je, was habe ich hier gemacht? Okay. Gehen hier drauf. Beenden die Aufnahme. Gut. Das lassen wir so nicht. Das gefällt mir nicht. Das ändern wir nochmal. Gehen wir drauf auf diesen Punkt. Einmal löschen. Verbinden. Das war's. So, jetzt haben wir diese Verbindung da drauf erledigt. Dann müssen wir einmal alles neu berechnen, sonst funktioniert es nicht. Jetzt fahren wir diesen einfach mal ein bisschen weiter zurück. So. Aus und aus. Das sind die Striche. So. Ja. Speichert kurz ab, das brauchen wir nicht. Wir gehen hier drüber. Haben hier auch einige Dinge bereits im Lager. Das können wir uns dann bei Gelegenheit einen Kurs erstellen und das zu verkaufen. Lassen wir einfach mal drin. So, dann wollen wir noch mal testen, wenn wir sagen, wir wollen dich jetzt mal zum Grasstrohverkauf schicken. Und fahr mal los, mal gucken, was er tut. Nimmt er das korrekt? Jawohl, er fährt diese Kurve rein. Das sieht gut aus. Ich habe dieses Verbindung vergessen auszuschalten, deswegen kam da gerade noch der Balken. Ihr seht, er fährt es jetzt ordentlich ab. Ist auch nicht zu schnell hier unterwegs, was sehr sinnvoll ist. Ja, er fährt halt hier rüber, das ist okay. Das können wir so machen. So, das zeigt dir gleich, dass er angekommen ist. So ist es. Dann sagen wir zu ihm, wir brauchen nicht mehr sagen, dass er da hingeht. Wir haben schon einen Park. Bereich für ihn ausgewählt, da klickt man links nur drauf, er fährt automatisch auf Parken Haupthof. Das haben wir ihm mal gesagt. Und da macht er das auch sofort. Was ich jetzt wollte, ist diesen hier. Diesen brauchen wir absolut nicht. Das heißt, wir können diesen zum Shop schicken. Wir haben jetzt einen Weg, wir fahren ihn ein Stückchen vor. Nach vorne. So, und los geht's. Kann der hier los und wir sehen uns am Shop. So, was haben wir denn am Shop bereits stehen? Wir gucken mal nach. Da müsste ja inzwischen was angekommen. Ja, schaut mal. Diesen hier, wie er da steht. Den können wir uns jetzt schnappen. Fahren hier nach vorne. Stellen ihn in den Verkaufstrigger. Und ich lasse den hier stehen, mache ihn erstmal aus. So, dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Würde mich über ein Like, vielleicht einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre natürlich traumhaft. Ja, das war meine allererste Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Fehler, meine Stotterer oder nicht ganz so deutlichen Worte. Ich vermute, das wird wohl noch besser werden. Auf alle Fälle freue ich mich schon heute auf die nächste Folge, die mit Sicherheit diese Woche noch kommen wird, die nächsten Tage. Wir haben heute Sonntagabend. Was sonst noch kommt an Spielen, wie gesagt, mir gefällt das eine oder andere. Ihr werdet es sehen. Verfolgt einfach meinen Kanal, ein kleines Abo und ihr seht immer, was Neues bei mir gibt.
Bis dahin, ich wünsche euch noch alles Gute, schönen Abend und ciao, ciao.